Oh, da hat's mich ja jetzt auch mal erwischt. Naja, mal schauen. Den Lot holen wir uns wieder. Bis gleich. Und damit ein herzliches Willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Was wollen wir eigentlich machen? Wir haben ja zurzeit das Walküren-Event und ich hatte gedacht, ich kann den letzten Angreifer hier einmal, beziehungsweise ich kann mich einmal revanchieren. Das kann ich natürlich nicht, weil der Kollege ein Schild hat, aber nichtsdestotrotz suchen wir uns einfach mal mit diesen Event-Truppen einen Gegner raus, der unseren Ansprüchen entspricht. Ihr wisst, ihr seht, ich habe immer noch keinen King. Der braucht noch ein paar Stunden, bis er fertig ist. Ich werde ihn aber dann im Clankrieg nutzen und werde vielleicht auch die Walküren dort nutzen. Das weiß ich noch nicht. Eigentlich hatte ich ja im Plan einen Hund, aber da jetzt gerade das Walküren-Event ist, trainiert man natürlich so ein bisschen mit den Walküren und versucht dort möglichst irgendwie eine Ringbase zu schaffen oder so. Aber wir gucken mal, ob wir jetzt nicht live hier einen Gegner bekommen. Was brauchen wir? Wir brauchen wie immer alles. Das heißt Gold, Elixier und auch Dunkles. Das Dunkle vor allen Dingen für den King. Das haben wir zwar schon lange zusammen, aber man kann ja nie genug haben und ich will ja immer ein bisschen vorsammeln. Das heißt, wenn ich den King dann wieder hinlege zum Updaten, möchte ich noch mal oder möchte ich überhaupt so ein bisschen wieder was in der Kasse haben, damit ich weiter farmen kann, weil so ein bisschen Dunkles braucht man ja immer. Und ich würde sagen, bevor wir hier lange ins Nichts suchen, mache ich einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich denke, wir haben unseren Gegner gefunden. Der ist noch fleißig am Bauen hier, das heißt also einiges an Defense ist hier noch nicht aktiv, aber er hat schon zwei Infernos in der Mitte und ich würde sagen, den nehmen wir ganz geschickt hier mal mit. Erstmal so ein bisschen was zum Clean-up bringen. Jetzt bringen wir hier mal die Mauerbrecher, mal sehen, ob der andere Golem dann hier auch reinläuft und schicken unser Kill-Squad hier mal mit rein, das sind die Bowler. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich hier den Sprung positioniere. Ich denke mal, da ist er am besten aufgehoben. Und dann hauen wir hier jetzt mal einen Wut rein. Jetzt muss ich gucken, wo ich die Walküren reinschicke. Ich glaube, die sind hier am besten aufgehoben. Nein, die laufen aus. Normal. Doch, jetzt gehen sie rein. Jetzt gehen sie rein. Und wir lassen die hier hinten auch nochmal durchspringen. Hier friesen wir einmal. Und dann gucken wir mal. Ich sehe die jetzt im Moment gar nicht, wo die zurzeit jetzt sind. Aber das sieht ganz gut aus. Da sind auch hinten welche am Rathaus, jawohl. Mal gucken, ob wir das Dunkle noch kriegen. Das sieht jetzt nicht so gut aus. Der zweite Sprung war aber gar nicht schlecht. Ah doch, die Bowler machen jetzt auch das Dunkle, wunderbar. Und dann denke ich mal, geht hier eine Masse an Ressourcen zu uns rüber. Ich weiß, der war jetzt nicht CK-mäßig und hat hier einiges im Bauch. Aber wir brauchen auch den Lot und warum soll ich da lange suchen, um eine ähnlich starke Base wie meine zu bekommen, wenn ich nicht hier den guten Lot abgreifen kann bei dem Kollegen hier. Das heißt, er heißt Shiryu von Latin Pro, also irgendwo, denke ich mal, aus dem südamerikanischen Raum. Und dann können wir hier jetzt schon unsere Queen zünden und können dann nämlich gleich den nächsten Angriff mit dieser Truppe machen, weil ich sie schon wieder nachgebaut habe. Mal gucken, wie lange ich die Queen jetzt nicht habe. Ja, das sieht doch gut aus. Das ist absolut in Ordnung. Und dann gucken wir mal. Oh, der Bonus auch noch super. Jawohl. Ah, wir müssen so ein bisschen auf unsere Queen warten, müssen uns dann auch wieder ein paar Truppen geben lassen. Da lasse ich mir wieder Riesen geben, da ich ja ein King-Ersatz brauche. Und ich würde sagen, wir bauen diese Truppe nochmal komplett nach. Ich muss immer komischerweise den Gift rausnehmen. Dann klappt das etwas besser. Aber das passt schon. Wir haben die Zauber wieder beisammen. Und ich warte jetzt kurz, bis die Queen wieder fertig ist. Aber wollte euch auch noch was Schönes zeigen. Nämlich meine Lotkarre hier mitten in der Base. Das finde ich so richtig klasse. Die hat sich so ein bisschen integriert da.
Ist natürlich nicht schlecht, die sieht ja auch nicht jeder, beziehungsweise die sehe ja eigentlich nur ich. Und wir machen sie trotzdem jetzt mal leer und reparieren jetzt, glaube ich, auch mal kurz unser Dorf. Dann sieht das wieder ein bisschen geschmeidiger aus. Die Gräber lassen wir mal liegen, dann sieht das ein bisschen so aus, als wenn ich hier die Fallen und so noch nicht wieder aktiviert habe. Und dann können wir gleich wieder einen Angriff machen. Wir gucken mal, ach komm, die drei, die gönnen wir uns eben. Und dann sehen wir mal geradezu, dass wir ein paar Truppskis bekommen von irgendjemandem, der uns hier jetzt entweder einen Golem oder ein paar Riesen reinhaut. Ein paar Riesen wären natürlich schöner, aber ein Golem geht auch. Und dann schauen wir mal, dass wir noch einen zweiten finden. Jetzt muss ich mal eben einmal kurz switchen. Da haben wir kurz mal... Ja, der hat einen Riesen. Wunderbar. Ich habe alles beisammen und kann direkt einen zweiten Angriff machen, würde ich sagen. Und dann gehen wir auch gleich rein. So, find a match. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht noch was für uns finden. Erstmal wieder Live-Gesuche, bevor ich wahrscheinlich wieder einen Cut mache oder auch nicht. Sonst nehmen wir auch mal gerne den ersten Besten mit. So einer wäre hier nämlich schon mal gar nicht mal so schlecht. Denn das ist ja schon so eine typische Ringbase hier. Und ich würde sagen, wir checken mal, wie stark tatsächlich unsere Truppen sind und nehmen den einfach mal mit. Oh nee, ich habe eine ganz andere Armee am Start, sehe ich gerade. Das ist die Armee hier mit dem Queen Walk. Und ich wollte das nämlich auch mit dem Queen Walk einmal versuchen, was wir dorthin bekommen. Und wie weit wir hier überhaupt mit so einer Truppe kommen in eine RH10 Base. Da schauen wir mal. Der hat schönes Dunkles, aber der Rest ist jetzt noch nicht so doll. Und wir müssen ja wenigstens was haben, wo die Queen auch so ein bisschen rumtippeln kann mit den Heilerinnen. Ja, ein Elfer traue ich mich noch nicht ran. Kommt aber alles noch und ich bin froh, dass ich so den einen oder anderen Zehner schaffe. Ich habe immer noch ein bisschen Respekt, muss ich sagen, vor den Inferno-Türmen. Warum auch immer. Die tun ja eigentlich nicht wirklich weh. Nur man kriegt da nichts mehr geheilt. Und ruckzuck hat man sich mal verguckt. Und die Queen ist in einem Single-Inferno gestorben oder so. Also dort bin ich immer wieder überrascht worden, dass ich nicht vorher gesehen habe, was es eigentlich für ein Inferno ist. Man erkennt das hier ganz gut an den drei Punkten, wenn wir uns mal den linken hier nehmen. Das ist, steht auf Multi und auch der rechte steht auf Multi. Wenn die auf Single stehen, dann haben die oben nur einen so einen kleinen Punkt. Und wisst ihr was? Ich würde sagen, den nehmen wir mal mit hier. Da machen wir mal das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja hier so ein bisschen mit unserer Queen was machen. Mal gucken, ob wir hier die jetzt in die Base kriegen, dass sie da mal reingeht. Jawohl. Oh, endlich. Okay, dann müssen wir irgendwo an einer anderen Stelle so ein bisschen unser Killsquad reinbringen. Das heißt, wir gehen mal an der Stelle hier rein und machen das auch da auf. So, ich habe einen Packer dabei. Das ist natürlich mal richtig krass. Hier noch ein paar Riesen und noch ein Magier. Und dann schicken wir mal hier nochmal zwei Mauerbrecher durch. Mal gucken, wie weit die gehen. Jetzt muss ich allerdings schon mal die Queen so ein bisschen ragen, dass das hier ein bisschen schneller geht. Oh, das ist natürlich doof gelaufen gerade da. Da muss ich jetzt mal gucken. Ich glaube, die kann ich erstmal hier locker durchheilen. Das ist ja auch nicht schlecht. Jetzt kriegt die Queen hier natürlich richtig Feuer. Und wir können aber trotzdem schon mal unseren Sprung hier bringen und können hier ruhig unsere vielen Walküren reinschicken, denn die gehen hier vorne auf das erste Lager. Oh, da hätte ich es fast nicht geschafft. Die gehen ja jetzt erstmal auf die Sachen. Und jetzt friese ich hier einmal rein. Mal gucken, wie gut der Fries oder wie schlecht der Fries war. Ja, der war gar nicht mal so schlecht, aber die haben natürlich richtig zu tun. Daher Volratus habe ich gekriegt und ich kriege wahrscheinlich auch noch ein bisschen Dunkles. So dass das gar nicht mal so schlecht war. Die Queen kriegt dann natürlich jetzt richtig Feuer von zwei X-Bogen, einer Kanone. Da kann ich mich dann auch nicht mehr gegen retten. Und er hatte
auch was in der Clanburg habe ich, sehe ich jetzt gerade, nämlich Riesen. Das ist natürlich auch nicht so wirklich CK-mäßig simuliert, aber es macht nichts. Wir haben hier gut was abgeräumt, glaube ich. Jetzt ist noch der eine Magier dran. Und da ich keine Truppen mehr habe, die jetzt noch etwas reißen können, ja, war gar nicht schlecht. Das war einfach mal ein Angriff auf eine Ringbase. Und wir haben unseren zweiten Walkürenangriff gemacht, haben auch gewonnen. Jawohl, jawohl, 2 von 3. Dann, die Truppe baut ja jetzt schon mal nach. Aber ich glaube, ich kann sie dann gleich nochmal nachbauen, denn ich muss jetzt erstmal ein bisschen weg. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal von hier. Wir haben aktuell einen Clankrieg gegen einen Level 12 Clan. Der Rathausvergleich ist fast 1:1. Wir haben ein Elfer, diesmal mehr als der Gegner, aber die Anzahl der 10er, 9er und 8er, okay, der Gegner hat hier unten dann leider einen 7er, aber wir haben halt 2 8er da unten. Ja, das, man kann das jetzt als Vorteil bestreiten, ist es aber nicht wirklich. Und der ist wirklich gut auf Augenhöhe. Alle haben gute Bases, haben gute Helden. Und da freue ich mich natürlich ganz besonders, wenn ich euch da wieder ein bisschen was draus zeigen kann. Vielleicht mal nicht ganz, ganz so viel. Aber ich denke, wir werden ein paar schöne Kämpfe dabei haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr wollt noch viel mehr Folgen von mir sehen, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Rechts unten könnt ihr wie immer klicken, falls ihr noch kein Abonnent seid. Und wir sehen uns ganz sicher in einer neuen Folge am Sonntag wieder. Wieder mit 2 Videos am Sonntag. Euer Toto Clashed.